Sie predigen ein reaktionäres Familien- und Frauenbild und geben zahlen Frauen, damit, wenn sie ihre Kinder nicht in Betreuung geben, zukünftig Herdprämien aus. Das ist, schafft keine Chancengerechtigkeit. Und es ist ein Schaden für die Kinder, denen sie die beste Bildung auch vorenthalten. Wissen Sie, was richtig ist? Das ist das, was unser Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr in Wien macht. Er hat ein Paket vor, er baut die Kinderbetreuung massiv aus, er baut die Ganztagesschulen massiv aus, er hat ein Paket gegen Kinderarmut auf den Tisch gelegt, wo armutsgefährdete Familien zunächst einmal in allen Kindergärten und allen Schulen keinen Essensbeitrag, keinen Nachmittagsbeitrag mehr zahlen. In dem Paket ist beinhaltet, dass Schulen gerade für die schwächsten Kinder zukünftig auch kostenlose Schulmaterialien zur Verfügung stellen. Übrigens etwas, was Standard ist in Finnland, wo übrigens alle auch besser abschneiden bei den PISA-Tests im Bildungsbereich.